Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zum Finale der Intergalactic Aerospace Expo 2023. Heute gibt's neue Warbonds, eine kleine, ja, Überraschung, die vielleicht nicht jedem gefallen wird, mal sehen. Und noch ein paar News für euch zu dieser anstehenden Woche. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert, und wir legen mal gemeinsam los. Ja, das Finale ist dieses Jahr nämlich anders. Die letzten ganzen Jahre war es immer so, das Finale kam und lief dann halt noch x Tage lang durch, ohne irgendwelche Neuerungen, irgendwelche Veränderungen, einfach durchlaufen und fertig. Das ist dieses Jahr anders, zumindest ein bisschen anders. Die Messe bleibt im Spiel aktiv und ihr könnt hier auf diese Best-in-Show-Halle gehen, die gestern schon kam, die wir schon gesehen haben. Das ist die Zenithalle, und könnt dort alle Schiffe einfach ausleihen. Das ist kein Problem, könnt ihr einfach hingehen. Auch die Waffen sind noch kaufbar, die ganzen, auch die Rüstungen zum Angucken sind da. Das ist also alles gleich geblieben. Was anders ist, sind jetzt diese Warbond-Geschichten. Denn CRG hat richtig Bock auf noch mehr FOMO, also Fear of Missing Out. Und deswegen ist es ja so, dass zum Finale heute nicht etwa alle Final-Warbonds kommen, sondern diese geteilt werden auf 3 Tage. Also Montag, Dienstag und Mittwoch. Das heißt, wir haben heute 4 Warbonds, zu denen wir gleich kommen. Wir haben wahrscheinlich dann, also jetzt quasi, jetzt zum Videostandpunkt hier, dann am quasi Dienstag, also wenn ihr das Video hier seht, nochmal 4 neue. Die alten fliegen raus und am Mittwoch nochmal 4 neue. Und am Donnerstag läuft es dann bis 21 Uhr, da kommt wahrscheinlich nichts Neues mehr. Aber selbst da könnten nochmal 4 weitere kommen, das wissen wir nicht. Soweit ich das verstanden habe, sind diese Upgrades nur heute da, weil sie halt hier, ja, jeden Tag durchwechseln. Habe ich es verstanden. Es kann natürlich sein, dass wir es alle missverstanden haben und die bleiben drin und werden jeden Tag erweitert um weitere 4. Das kann natürlich alles sein, aber so richtig glaube ich es nicht, weil das würde ja keinen Sinn ergeben für CRG. Warum sollten sie das tun? Deswegen gehe ich jetzt wieder davon aus, dass diese Warbonds, die wir hier heute sehen, dann entsprechend um 17 Uhr dann heute rausfliegen und 4 neue reinkommen. Was haben wir als Warbond? Wir haben eine 350R mit einem Rabatt. Warte, ich zeige das mal. Halt, falsche Seite. 350R. Mit einem Rabatt von $10. Wir haben darüber hinaus eine Bano Merchantman mit einem Rabatt von $50. Das zeige ich euch auch mal hier. So, 600 auf 56 oder andersrum. Ne? Dann haben wir darüber hinaus die Orion mit einem $75 Warbond Rabatt. Also hier. Ja. Und wir haben noch die dicke, fette Polaris. Mit einem ebenfalls $50 Rabatt. Das heißt, hier die Polaris 50. Das ist sehr interessant, dass sie so große, fette, teure Schiffe nochmal reinbringen. Zum Finale, vor allem bei der Polaris, die ja nächstes Jahr Flight Ready wird, wahrscheinlich im Mai zu Invictus. Mal sehen. Ich habe das Ganze mal eingepflegt in die Warbond-Tabelle. Und habe sie auch orange markiert, weil eventuell ist es dann entsprechend sitzt nur weg. Und ihr seht, man kann 2 davon sehr gut kombinieren mit den anderen, wenn man denn so hoch hinaus will. Die Carrack habe ich jetzt hier rausgeschmissen, weil es nicht mehr gibt. Und haben dafür ist jetzt Orion drin, mit einem auch einen größeren Rabatt, ne, mit 75. Und die Polaris, klar, hinten das letzte Upgrade, höher kommen wir eh nicht. Also ihr braucht nicht bis zur Polaris gehen, wenn ihr auf irgendwas darüber hinaus wollt, das funktioniert nicht hier. Es endet quasi mit den Upgraden bei der Polaris. Ganz, 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 ganz wichtig. Und ja, wir sehen jetzt hier aktuell mit den jetzt momentan verfügbaren Warbond Upgrades, das sind all die, die ihr hier jetzt seht in der Liste, kriegt ihr auf die Polaris einen Gesamtrabatt von $255. Das sind 34%, und das heißt, ihr könnt die Polaris für 547 oder 548 Euro jetzt, Stand heute, mit der Warbond-Kette kaufen. Wenn ihr wollt, das müsst ihr halt immer selber wissen. Der reguläre Preis in Euro beträgt 830, ja, ihr seht es gerade nicht, 830. Das ist schon ein krasser Unterschied, wenn man sich das mal überlegt, dass wir hier wirklich mit Steuern noch insgesamt um die 300 Euro sparen. Das ist schon ganz geil, wenn man die Polaris haben möchte. Bei der Orion ist es ähnlich gut. Da haben wir einen Rabatt von 31,5% und kaufen sie für 492 Euro, verglichen mit dem regulären Preis, wo war sie hin, von 719. Na, das kann sich schon wirklich sehen lassen. Je nachdem, was es noch hinzukommt, je nachdem, was von denen noch ihr euch jetzt upgradet und sichert, kann es noch mehr werden. Es kann, ja, weniger wird es auf keinen Fall. Die Grünen bleiben ja.
Ne, die Best-in-Show-War-Bonds, die sind im Shop weiterhin vorhanden, bis zum 30.11. diese vier Stück, oder drei sind es ja eigentlich nur, die wirklich relevant sind. Genauso wie diese drei Schiffe hier oben, die C1, SRV und A1 Spirit, die bleiben hier auch im Shop drin, genauso wie die Cutter Scout. Also das ist alles hier bis 30.11. kaufbar, ohne Probleme. Und dann schauen wir mal, was hier noch an War-Bonds jetzt hinzukommt. Ihr könnt euch jetzt zum Beispiel Upgrades sichern, ich mache mal ein ganzes Beispiel, auf die Polaris. Wenn ihr sagt, Mensch, vielleicht will ich die Polaris gerne haben, kann ja sein, dann macht ein Upgrade von was eigentlich am besten? Ja, ihr könnt eigentlich direkt zusammenketten, theoretisch. Ne? Die Merchantman passt ja nicht rein, außer ihr wollt den Merchantman haben, das ist eine andere Geschichte, aber wenn ihr jetzt auf die Polaris euch ein Upgrade sichern wollt und nicht wisst, ja, wann es einlöst, sage ich jetzt mal als Beispiel, dann könnt ihr jetzt sagen, okay, ich baue jetzt die Kette Orion auf Polaris, Warbond, für 55 und zusätzlich noch, nehmt ihr euch das Upgrade auf die Orion, weil es halt echt sehr, sehr stark ist, mit einem Rabatt von $75, so, von der M2. Dann zahlt ihr $110 und habt damit letztendlich ja $125 Rabatt auf die Polaris euch gesichert und habt diese beiden Upgrades im Hangar. Und die M2 könnt ihr euch ja jederzeit holen, wenn ihr wollt, ne? Und könnt auch diese Warbonds hier, die wir hier haben, damit reinwurschteln. Denn ihr könnt ja von den grünen Sachen hier, die ja jetzt bis 30.11. im Shop sind, jederzeit von der 600i auf die M2 upgraden. Zum Beispiel, ja, 600i Explorer auf die M2 ist überhaupt kein Problem. Ja. Und vielleicht gibt es sogar noch ein Warbond-Upgrade auf die M2 mit 30, 40 Euro Rabatt, umso besser. Das müsst ihr jetzt noch nicht machen. Ne? Das ist kein Problem. Nur, was ihr halt machen müsst, quasi um das zu sichern, ist, ihr braucht das Upgrade auf die Orion und das Upgrade auf die Polaris. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, nee, ich will aber diese Schiffe gar nicht haben, ich will lieber die Merchantmen haben, naja, ist kein Problem. Dann nehmt ihr halt ein Upgrade auf die Merchantmen, dann würdet ihr halt auf die anderen beiden logischerweise verzichten. Weil die hat ja einen Wert von 600 oder 650. Das heißt, die sticht quasi diese beiden hier aus. Das kann man nicht kombinieren. Das heißt, ihr würdet dann quasi nur diese grünen Warbonds hier mitnehmen, entsprechend, bis zur 600i und dann direkt auf die Merchantman gehen. Ihr könnt euch aber das Warbond-Upgrade auch so wieder speichern, nämlich Merchantman Warbond und dann nehmt ihr auch hier die Hercules M2. Würde funktionieren. Habt ihr euch das hier gespeichert für rund 90 Euro und falls dann in den nächsten Tagen jetzt noch die M2 als Warbond kommt, umso besser. Und dann könnt ihr die Kette quasi auffüllen, weil die Grünen bleiben ja wie gesagt im Shop drin. Dann könnt ihr hier der Reihe nach durch upgraden. Und ich mache jetzt mal ein simples Beispiel für die Merchantmen. Nur mal aus Spaß. Merchantmen, da haben wir jetzt 600 und 650. Da hätten wir jetzt Stand heute einen Rabatt von 27%, also von 180 Euro, kriegt ihr also die Merchantmen jetzt für 520 Euro inklusive Steuern. Während sie ja normalerweise in Euro 720 kostet. Ne? Ist schon ein Unterschied. Und wenn jetzt noch die M2 zum Beispiel als Warbond-Upgrade kommen sollte, dann könnt ihr quasi zwischen der 600i noch danach auf die M2 gehen und dann auf die Merchantmen, habt ihr nochmal vielleicht ein 20 gespart oder 40, ich weiß es nicht. Das wird man alles sehen, was dann hier noch irgendwie zwischen reinpasst. Ja, machen wir ja im Stream dann gemeinsam. Das ist easy, aber dann würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr sagt, ich will gerne auf die Merchantmen, dann nehmt das Upgrade hier, so wie ich es euch ja zeige, mit. Ja, das könnt ihr machen. Alles andere macht hier wenig Sinn. Ne? Diese Schiffe, die Liberator, ja, vielleicht kommt die Liberator nochmal als Warbond jetzt rein, wissen wir nicht genau. Hier seid ihr eigentlich relativ safe. Ne? Das, ja gut, wobei ihr könnt auch Liberator. Mir ist egal. Macht, wie ihr denkt. Hold D würde auch noch theoretisch gehen. Es ist schwer zu sagen, ne? Was dann hier Sinn ergibt. Ja, vielleicht ist es wirklich am besten von Liberator. Überlegt es euch, wie ihr es für richtig haltet. Ne? Das Ding ist halt, Liberator, Hull D, die beiden Schiffe werden auf jeden Fall noch teurer. Die Arastra auch. Und die M2 ist halt flightworthy. Die wird nicht teurer in den nächsten Monaten und Jahren. Das heißt, es wäre dann nicht so, dass ihr es nicht mehr brauchen könnt. Ja, weil hier, das wäre halt der spekulative Ansatz mit diesen beiden Sachen. Während ihr hier auf der sicheren Seite seid, auch wenn ihr sagt, okay, ich will das vielleicht nächste IAE dann benutzen. Ne? Da habt ihr das dann jetzt hier euch gespeichert. So, das nur mal als kleiner Tipp quasi. So, ansonsten, die ganzen Hersteller stellen noch weiter aus. Also ihr könnt hier auf der Website zum Beispiel auf Origin draufklicken und dann kommt ihr in den Origin-Tag zurück, wenn ihr Seite denn lädt. Genau, und dann könnt ihr hier ganz regulär die ganzen Schiffchen kaufen. Die haben aber jetzt keine Warbond-Upgrades mehr. Ne? Also die 350 eher schon. Wobei, ist die hier drin? Ja, genau, die hat schon eins wegen dem Finale.
aber die anderen Warbonds, die alten, sind quasi weg. Hier, das ist die Ausnahme wegen Best in Show, zählt nicht. Ne? Die vorherigen sind alle weg und das heißt, ihr könnt hier jetzt normal upgraden und alles machen, aber ihr habt jetzt hier in diesen älteren Herstellertagen quasi keinen Vorteil. Die Warbond-Upgrades sind ausschließlich im Bereich Grand Final und Best in Show. Was ich euch noch empfehlen kann, mal zu checken, wenn ihr mal in euren Hangar reingeht und dort mal nach Schiffen guckt, die ihr so habt, zum Beispiel, was ich hier, nehme mal irgendwas, hier das da zum Beispiel, ihr könnt mal eure Schiffchen, die eine geringe Versicherung haben, also 6 Monate oder 12 oder 24, die könnt ihr mal öffnen, bei mir ist es ja Lifetime, deswegen würde ich das nicht machen, aber theoretisch, und gucken, was hier für einen Wert steht. Diesen Wert angucken. Und dann vergleicht ihr diesen Wert mal mit den Werten auf der IAE vom selben Schiff. Also, was weiß ich, ne, nehmen wir mal an, ihr habt jetzt eine Cutlass Black zum Beispiel und einen Freelancer mit einer alten Versicherung. Dann sucht ihr euch hier das Schiffchen mal raus von der IAE und schaut, ob der Preis übereinstimmt mit dem, was bei euch im Upgrade, hier bei Exchange quasi, und schaut, ob der Preis mit dem Exchange-Wert hier übereinstimmt und ob nicht noch weitere Boni hier drin sind. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich habe das hier gerade keins gefunden bei mir, wenn ihr jetzt ein Schiff habt, zum Beispiel eine Freelancer mit 6 Monaten Versicherung ohne irgendwelche Boni und die hat hier diesen Wert von ihren 110 oder 120 Dollar, was die hat, dann könntet ihr sagen, okay, ich gehe jetzt hier rein bei MISC, suche mir dann die Freelancer raus. Ja, 110 Dollar, der ist derselbe Preis wie damals schon, dann schmelzt ihr einfach eure Freelancer, die ihr schon habt, einfach ein und kauft sie euch von den Store Credits hier neu. Der Vorteil ist, ihr habt dann eine Freelancer danach mit 10 Jahren Versicherung, weil hier sind ja diese 10 Jahre IAE mit dabei. Ihr könnt also auf diese Weise eure Versicherung upgraden. Der Haken ist, ihr könnt es danach nicht mehr giften. Nicht vergessen, mit Store Credits gekaufte Sachen können nicht weiter gegiftet werden. Aber wenn euch das egal ist, dann könnt ihr das hier natürlich gerne machen und euch so ein Versicherungsupgrade auf all eure Schiffe holen, wo das in Frage kommt. So, der andere Punkt ist die F8 Lightning. Da hat der liebe Silo nochmal hier was geschrieben und zwar, wenn ihr eine F8 Lightning gekauft habt bei dem November-Event mit 6 Monaten Versicherung, also mit Store Credits, dann könnt ihr dem Support ein Ticket schreiben und könnt dort darauf hinweisen oder darum bitten, dass die euch diese Versicherung quasi upgraden, ebenfalls auf 10 Jahre. Wird der Support auch machen, die werden euch wahrscheinlich das Schiff aus dem Hangar rauslöschen, euch die Store Credits gutschreiben und euch eine Kaufoption geben, dass ihr das neu kaufen könnt mit 10 Jahren Versicherung. Und das gilt auch dann, wenn die IAE schon vorbei ist. Ja, die wissen natürlich, dass der Support jetzt ganz schön viel zu tun hat deswegen. Deswegen also keine Sorge. Ja, das klappt alles. Einfach Ticket schreiben und macht das Ticket bitte bis zum 30.11. Das ist wichtig, dass das Ticket bei CRG eingeht, bevor die IAE vorbei ist. Also macht's gleich oder macht's morgen noch, auch noch okay, aber nicht nach der IAE. So, und da könnt ihr quasi mit diversen Schiffen noch ein bisschen die Versicherung verbessern und seid da auch vielleicht ganz happy drüber, ohne dass ihr jetzt irgendwelche Mehrkosten oder irgendwelche anderen relevanten Nachteile habt. Ja, und so viel erstmal zum Finale von der IAE. Ich bin nicht sicher, ob wir heute streamen, tatsächlich, weil ich noch einen Termin habe und ich zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme nicht weiß, ob ich den einfach verschieben kann. Denn ich wusste nicht, dass die hier nochmal so ein bisschen was machen. Ich sage euch aber noch Bescheid. Schaut mal im YouTube-Community-Tab oder auch im Discord vorbei. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und dann können wir nochmal die Sachen dann durchquatschen, ein bisschen zocken. Und ansonsten dann spätestens Mittwoch. Da ist auch Roadmap-Update. Ich wollte ja noch ein paar Sachen kurz sagen zum Schluss hier zur Woche. Das ist mich ganz interessant. Wir bekommen nämlich jetzt am Mittwoch, also morgen quasi, das Roadmap-Update, wo es wahrscheinlich Richtung 3.22 einiges mehr geben dürfte. Und es sieht so aus, als ob die instanzierten Hangars und die Frachtaufzüge mit 3.22 ins Spiel reinkommen, inklusive, um das Obacht, der Möglichkeit, Items, die man im Pledge Store gekauft hat, also Rüstungen und Waffen, im Spiel zu claimen, wenn man sie verloren hat, was sehr, sehr geil ist. Das läuft nämlich über diesen Frachtaufzug nach Silo. Dazu würde ich dann mit euch nochmal sprechen, wie das genau funktioniert. Am Donnerstag gibt es dann das nächste Inside Star Citizen und da geht es um Pyro. Wo haben sie geschrieben? Das Testing Environment, das nächste Sternsystem und so weiter und so fort. Also auch vielleicht Richtung, ja, in Richtung Replication Layer Split. Das dürfte sehr interessant werden. Wir haben auf jeden Fall auch streamen und dann ist Wochenende. Und ich denke mal, dann dürfte auch bald die 3.22 auf dem PTU kommen, denn viel Zeit ist ja nicht mehr. Und vielleicht auch der nächste, ja, Replication Layer Split Pyro Playtest. Mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Dazu mehr, sobald ich es weiß. Also, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns entweder heute im Stream oder spätestens dann morgen. Und ich würde sagen, bis dahin. With 65 degrees,
Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?